Jetzt habe ich aus Versehen das ganze Food hier reingetan. Aus Versehen auch auf G gekommen statt H. So, okay, die Kohle tun wir hier drüben rein. So, zack. Perfekt. So. Munition haben wir gleich ready. Fürs Craften gibt es auch nochmal XP. Das ist natürlich auch geil, ne? Habe ich eigentlich neue Rezepte für Waffen so zum Herstellen bekommen? Oha! Die hat eine Feuerrate von 850. 45 Schaden macht sie. Es besteht eine Chance von 25% Splitter auszulösen. Verursachen einen zusätzlichen Schaden an einen Teil von getroffenen Gegnern. Jeder Sieg erhöht die Auslöserwahrscheinlichkeit von Splitter für 12 Sekunden um 80%. Schwachstellentreffer gewähren plus einen möglichen Splitter-Ziele für 4 Sekunden. Das ist natürlich crazy, ne, die Werte. So, warte mal, was hat denn meine aktuelle Waffe, die ich hier habe? Die hat 48 und eine 750er Feuerrate. Die ist aber schon voll kalibriert. Die hier wäre nicht kalibriert. Das heißt, die ist ja viel krasser. Oder nicht? Ich würde es zumindest jetzt so deuten. Ich muss Bronzebarren herstellen. Ja, guck mal, ey, die ist viel stärker. Oh, 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 oh. Bronzebarren. Oh, Zinn ist das Problem. Wir brauchen mehr Zinn. Die bin ich die ganze Zeit schon am Machen hier mit Sternstaub. Ist das nicht so gut? Ich dachte, weil die stärker ist. Deswegen mache ich die immer. Gaming of Days, Dankeschön für 36 Monate, 3 Jahre mittlerweile. Liebe geht raus, vielen Dank für deinen Support. Danke, Mann. Die blaue können wir jetzt zerlegen, ne? Ja, ja, ich weiß ja nicht, ob der Sternstaub irgendwie ultra selten ist oder so, dass ich den nachher jetzt verschwende oder so, ne? Sternstaub gibt's nicht so viel und ist für noch was anderes wichtig. Also sollte ich den doch lieber aufheben und da keine Munition von machen dann. Ja gut, den brauche ich zum Kalibrieren, sehe ich gerade, ne? Da wäre natürlich besser, wenn ich den aufhebe. Dann hebe ich den besser auf. Woraus kriegt man Sternstaub? Also kann man den aktiv wo farmen? Oh, ich könnte die sogar nochmal aufwerten. Dann hat die 63 Schaden. Die ist ja fast so stark wie die AK, die ich hier habe dann. Aber die muss einen Skin kriegen. Und wir müssen, ach, habe ich schon ausgerüstet, ne? Was,
Ich habe keinen Skin für die. Okay, Turtle. Gut, dann habe ich, glaube ich, sehr viel Sternstaub gewastet, würde ich mal jetzt vorsichtig behaupten. Aber ich denke mal, ich werde ja in der Zeit, wo ich jetzt hier spiele, noch mehr als genug finden. Man kann ihn später aktiv farmen, wenn man darauf hinarbeitet, über den Skillbaum. Okay, also jetzt hier in dem hier oder wo... Na gut, ich würde die nochmal gerne aufwerten, aber die Fähigkeit ist ja krass. Dieses mit den Splittern, ne? In welchem Gebiet war das denn nochmal, wo man Zinn bekommen hat? Ich glaube, das war hier unten, ne? Das Gebiet. Am Fluss vom Meer aus, hier oder was? Ne, hier, guck mal. Da komme ich ja eh lang. Trennig, Dankeschön für 47 Monate. Liebe geht raus, ich danke dir. Anzi, wo warst du gestern? Ich hab dich gestern schmerzlich vermisst. Gestern warst du nur unterwegs. Eieiei. Du hast leider, Saftbockwurst seine Jackass, auf Wish bestellt Aktion verpasst. Aerofrog, Dankeschön für die 100 Bits, Liebe geht raus. Was ist denn passiert? Also das Game, was ich hier gerade zocke, ist Free-to-Play. Once Human. Das ist so ein Survival-MMO. Es kam jetzt vor knapp etwas mehr, glaube ich, als einem Monat raus. Unfassbar geil. Ich frage mich selber, wie das Game an mir so vorbeigehen konnte und ich mir nicht die Zeit genommen habe. Weil das ist für ein Free-to-Play-Game geisteskrank gut. Also es gibt auch gar keinen Pay-to-Win oder so. Das Einzige, was du kaufen kannst, sind halt Cosmetics, ne? Skins fürs Motorrad, für deinen Charakter und so. Da habe ich mir auch schon ein bisschen was geholt. Aber ansonsten
Kein Pay-to-Win. Du musst dir alles erspielen, grinden, Quests machen, ne? Das Game hat unfassbar viel Content, also wirklich geisteskrank viel. Und gestern ist Lex auf den Server gekommen, wo ich spiele. Saftbockwurst hat auf dem Server angefangen. Und dann kam Saftbockwurst mit seinem Motorrad vorbeigefahren. Mein Haus liegt an einem Hügel. Er brettert den Hügel runter, sein Motorrad explodiert. Du hast auch Ingame-Voice. Ich habe vorhin random jemanden getroffen, der aus der Türkei kam. Der konnte so ein bisschen Deutsch. Der war irgendwie total happy unterwegs. Ich war total verwirrt, weil der die ganze Zeit rumgebrüllt hat. Ey, ich bin gespannt, wie die abgeht, die MP, die ich hab. Also da habe ich schon eine höhere Erwartung dran jetzt. Weil das scheint ja schon keine so schlechte Waffe jetzt erstmal zu sein, hoffe ich. Puma Puff, moin, alles gut? Ey, es regnet. Das ist das erste Mal, glaube ich, im Game, dass ich sehe, dass es regnet. Und wie krass es jetzt regnet. Mir ist alles bestens. Danke, danke. Okay, die Waffe geht echt krass ab. Also der Damage ist jetzt schon nicht schlecht. Gefällt mir. Und in der nächsten Season habe ich von Anfang an den Bauplan von der Waffe, ne? Weil ich mir den jetzt einmal erspielt habe. Das ist halt ultra geil. Das fühlt sich richtig belohnend an. Okay, ich kann aber jetzt direkt erstmal wieder zurück zur Basis. Stück, das passt. Gerade kein Regen, willst du mich veräppeln?
Digga, wie viel soll's denn regnen? Siehst du das nicht? Guck mal, es regnet hier komplett. Ich bin entspannt. Was ist das denn da? Ach so. Okay. Dann schauen wir mal. Fünf Stück brauchen wir noch. Dann hat die 63 Damage, ey. Hier habe ich nichts mehr fertig, ne? Okay. Dann machen wir uns mal auf den Weg zu Mary, um mit Mary zu sprechen. Bidi bibi 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 bibi. Oh, das ist aber ein gutes Stück bis zu der, ne? Also ist man schon gut unterwegs. Ich sehe, spielst du momentan Waffen ohne Elementarschäden? Ja, ich spiele die Waffen, wo ich die Baupläne für hab, ne? Matteo, ich habe gar keine Ahnung, was mit Elementarschäden und wie das läuft und alles. Ey, ich bin seit gestern erst am Start in dem Game. Jetzt kommen wir nicht wieder mit irgendwas um die Ecke, was erst für Level 50 in dem Game ist.
Und jetzt ist die Straße auch richtig nass mittlerweile. Ich habe das Gefühl, dass ich hier ganz gewaltig in eine Falle gelockt wurde. Von meinem GPS. Sicher? Matteo, weil das klingt für mich also Elementarschäden, als wenn ich da noch überhaupt nicht dran komme. Ich habe bis jetzt nicht eine einzige Waffe mit Elementarschaden. Junge, die macht ein Damage. Ist das krank. Also die haut richtig rein, die Waffe. Moin, Endocrine. Ich glaube, da hinten will ich aber hin. Da kann ich mir da oben den Teleporter holen. Nee, da ist gar kein Teleporter. Das ist diese Dingskammer, ne? Egal. Der Spaltanker. Ich sage immer Spalttanker. Aber es heißt einfach Spaltanker. Eieieiei. Ein Rosetta-Rabauke. Guck mal, der hatte sogar Sternstaub. 2! Ist der so selten? Okay, der muss ich wirklich richtig gut sparen. Wo sehe ich, wie viel ich von diesem Sternstaub habe? 32. Habe ich echt so viel vorhin verbraucht für das Upgraden von der Waffe? Ich meine, gut, die ist auch schon für die aktuelle Stufe ziemlich stark, finde ich. Mit der komme ich bestimmt sehr lange aus. Just in time. Like I said, even if that's... Thanks. Good luck in there. Betritt das Gaia-Forschungszentrum. Dein Skin sieht ultra nice aus. Ja, der kostet, glaube ich, auch nur 20 Euro oder so. Ich habe noch Guthaben gehabt und dann habe ich noch 100 aufgeladen bei Steam. Dann habe ich mir den Skin geholt. Ich habe mir den, Battle Pass geholt. Und ich habe mir noch hier die Skins für die Waffen geholt, hier die. Bisschen reingepayt ins Game. Ich habe mir ja schon gedacht, wenn du Free-to-Play so geil am Daddeln bist, 30 Euro kostet der Skin. Da habe ich jetzt einmal 100 Euro reingeknallt ins Spiel.
Aber ich werde ja auch vom Game wahrscheinlich länger was haben. Okay, wir gucken uns hier mal um. Petri, moin! Du, Digi, ich zock immer Games, wie ich gerade Bock habe. Und auf Sea of Thieves habe ich jetzt momentan nicht so einen Turn. Deswegen macht nicht sehr viel Sinn, danach zu fragen. Wenn ich Bock drauf habe, dann zocke ich das. Aber ich werde dir niemals einen Termin nennen, weil ich das nächste Mal das Game zocke, weißt du? Weil sonst sage ich dir einen Termin und dann habe ich da überhaupt gar keine Lust drauf, das zu zocken. So, wer schießt denn da? Wo? Du bist das. Noch einer. Junge, die sind so schnell erledigt. Ein Teppich. Nehmen wir mal alles mit, ne? Oh, das ist wieder der Schmetterling, ne? Na, zu so einem Zelt soll ich mich begeben, aber erstmal will ich hier noch looten, ne? Hier sind ja noch Sachen zum Looten. Guck mal, hier haben wir sogar eine Waffenkiste. Erhalten totale Vernichtung 1. Was ist totale Vernichtung? Das hat meine Aufmerksamkeit jetzt sehr krass erregt. Was ist die totale Vernichtung 1? Ach, das ist auch so ein Ding, ne? Bro, ihr könnt nur diesen einen Satz. Stell dir vor, du kommst ins Game und kannst nur einen Satz sagen. Können die in Ubisoft-Games auch, ja, mit dem Unterschied, dass die Geld kosten, dass das hier Free-to-Play ist. Muss man einfach mal erwähnen, ne?
Fair enough. Also wir müssen noch eine mysteriöse Kiste und eine Ausrüstung oder Waffenkiste finden. Okay, die Waffenkiste haben wir. Fehlt nur noch die mysteriöse. Hi Sven, moin, ja, free to play. Das Game ist saukrass. Ich find's geil, wie viele Leute hier in den Stream bei mir immer reinkommen und das Spiel hier sehen und sagen, ey, voll geil, ich lad's mir jetzt auch runter. Ich glaube, das Game ist an viel zu vielen Leuten vorbeigegangen. Die müssten viel größere Werbekampagnen für das Game machen. Ja, Matteo, mach dir keine Sorgen. Der G-Time, der wird den Hype auf das Game bringen. Kappa. Das finde ich auch interessant, Lex, dass ich einfach durch die Art, wie ich die Games spiele, Leute dazu bringe, dass sie Bock auf die Games kriegen. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich zock einfach die Games. Oh, ich hatte hier einen Dings für die Tür, ne? Ah, guck mal, alright. Okay. Ach, warte, hier. V2-Tür. Hab ich auch. Sehr geil. Guck mal, da können wir die Kiste jetzt öffnen. So. Da sind irgendwelche 10 Fragmente drin gewesen. Konnte ich jetzt leider nicht sehen, welche genau, weil das sich alles überlagert hat. Aber ich freue mich trotzdem einfach drüber. So, Level 22. Nice. Oh, der ist ziemlich sauer. Klingt zumindest so. Advent. Evolutionists? Are these different factions inside Rosetta? And they seem like they're blood enemies. At least we learned something today. Ich soll das über den Ostflügel verlassen, aber die Frage ist halt, wie komme ich denn da hin? Komm da ja nicht raus, ne? Das ist das Ding. Muss ich hier lang gehen?
Also ich spiele auf dem PvE-Server, heißt Sven, weil die Leute haben gesagt, PvP in dem Game ist wirklich absolut gar nicht geil. Fühlt sich nicht sehr gut an, was ich auch verstehen kann, weil du kannst hier halt so Builds aufbauen und alles. Und da stelle ich mir extrem schwierig vor, das zu balancen, weil eigentlich müsste jede Waffe im PvP eine eigene Balance bekommen, damit du das irgendwie hinbekommst. Und im PvE muss sie anders funktionieren als im PvP. Und ich denke mal, das haben die halt nicht gemacht. Und deswegen wird es Sachen geben, die sau OP sind und Dinge, die halt einfach sau wack sind. Ist jetzt meine Einschätzung. Ich weiß auch nicht, ob du vom PvP in dem Game groß was hast. Deswegen spiele ich PvE. Ey, der hat sich vollgeheilt wieder. Krass. Da ist noch eine Kiste, die holen wir. Die nehmen wir mit. Hey, warum hat er jetzt alles auf einmal eingesammelt? Gibt es eine Möglichkeit, dass man irgendwie schneller F drückt und er sammelt alles ein, was in der Umgebung liegt, oder wie? Oder lag es einfach daran, dass der Server gerade ein bisschen am Laggen ist? Was passiert, wenn die Sachen nah beieinander liegen? Ach so. Good. You got out safely. Did you find any? That's it. Meiner Meinung nach sollten die das Looten so umbauen, dass man eine Funktion einstellen kann in den Einstellungen, dass er einfach alles, was in seiner Nähe ist, direkt einsammelt. Dass man gar nicht mehr F drücken braucht. Man läuft einfach rum und er sammelt einfach alles ein in der Umgebung. Man muss so viel looten in dem Game, da macht so eine Funktion für mich persönlich mehr als Sinn. Spaltanker kontrollieren. Da geht's wieder los, die Sache mit den Spaltankern. What is this? Das macht mich sehr traurig, wenn da sowas steht. Da kommt so ein richtig schön regenbogenfarbenes Erz, ja, was unfassbar schick aussieht. Und dann steht da, dass mein Erntewerkzeug zu schwach ist. Es gibt nichts, was sich noch widerlicher anfühlt, als in einem Spiel auf irgendwas zu treffen, was ultra krass und selten aussieht, und dann ist deine Spitzhacke zu low oder deine Axt, um das abzubauen. Das fühlt sich so krass unbefriedigend an. Das ist wirklich crazy. Aber ich glaube, der Server ist richtig hart am Laggen zwischendurch hier. Weil die Gegner, die bewegen sich auch so ein bisschen laggy momentan. Mach das, blaues Engelchen. Viel Spaß. Oh, nicht den Saftbockwurst machen. Sternstaubverschmutzung wird schlimmer. Anzi, was sagst du bisher zu dem Game, was du hier so siehst? Ja, habe ich gestern auch schon gesagt. Das Ding ist, es gibt auch richtig krasse Bossfights und alles, ne? Ich weiß nicht, hast du das Game The Division gezockt? Oh, das hat 30 Sternstaub gegeben, die Spaltanker. Die lohnen sich für Sternstaub.
Das Spiel ist beim Character Building ähnlich. Du kannst hier richtig krass Builds aufbauen und das Kämpfen siehst du ja, ist auch so, ne? Das ist alles free to play. Musst nicht einen einzigen Cent ausgeben. Und guck mal, wie riesig die Karte ist. Ich habe gerade mal den Bereich hier und ich habe jetzt schon, weiß ich nicht. Gestern habe ich locker fast 8 Stunden, 10 Stunden investiert und heute bin ich auch schon wieder die ganze Zeit am Zocken. Ich find's soweit sehr geil. Ich wollte es auch spielen, aber Dirty hat damals gesagt, dass es kacke ist. Oh mein Gott. Anzi, wegen Dirty Hisoka. Ich fass es nicht. Der Typ, der hat überhaupt keinen Plan, Anzi. Dirty Hisoka holst du dir nur ran, wenn du ein Game 2 Stunden zocken und ihn dann wieder alleine lassen willst. Er sagt, das ist Kacke. Ach du Scheiße, ey. Was für ein schlechtes Urteil. Ein Free-to-Play-Game, das so viel Content bietet. Ich sag dir ganz ehrlich, Dirty hat einfach gar keinen Plan von dem Game gehabt und gerafft, was abgeht und deswegen fand er es doof. Ja, wahrscheinlich hat er das Game nicht gerafft, Anzi. Also es tut mir leid, aber da muss ich ganz vehement widersprechen. Wenn ein Game im Durchschnitt 50.000 Spieler hält, dann kann es nicht kacke sein. Vor allen Dingen nach 6 Wochen noch. Oder wie lange das Game schon draußen ist. Dann kann das definitiv nicht kacke sein. Da würde das niemals so viele Spieler halten. Oh, hier ist eine Waffenkiste. Seit Juli ist das Game draußen. Das sind schon 3 Monate. Überleg mal, 3 Monate und die haben immer noch 50.000 Spieler im Durchschnitt. Und das ist jetzt gerade noch immer die erste Season. Ist noch nicht mal die zweite. Irgendwie muss ich da hochkommen. Das zählt aber nicht zu Iron River, ne? Das ist was anderes, wo ich jetzt bin, aber egal, ist nicht schlimm. Okay, da komme ich nicht hoch. Okay. Meine Vermutung ist, dass ich da irgendwie rüberjumpen muss mit dem Vogel.
Okay. Das hat nicht so gut geklappt. Da müssen wir mal gucken, ob ich das anders irgendwie hinbekomme. Vielleicht kann ich... nicht. Also von außen gibt es keinen Weg hoch. Also ich muss irgendwas hier drinnen machen. Speerset. Kriegt man auch Baupläne für ein ganzes Set direkt oder was? Es gibt auch einen Fahrstuhl. Okay. Ja gut. Ich hab's jetzt so gemacht. Hat ja auch geklappt, ne? Finde ich geil, dass sie hier mehrere Wege drinne haben, wie man das machen kann. Oder den ich benutzt habe, der war so nicht vorgesehen. Das hier ist der Fahrstuhl, ne? Ja. Besiege Elite-Gegner, finde Waffen und Ausrüstungskisten. Also meine Vermutung ist wirklich anzieh. Ich glaube, dass Dirty Soka das Game vielleicht nicht so ganz gerafft hat. Weil man muss schon sehr, sehr, sehr viel... oder man kann schon sehr, sehr, sehr viel in dem Game machen. Und er deswegen vielleicht nicht so den Spaß dran gefunden hat. Ne? Weil er noch nicht so ganz gecheckt hat. Ey, was sind so die langfristigen Ziele, auf die ich hinarbeite? Was kann man alles genau machen und so? Weil jemand, der gerne The Division spielt... Der müsste doch hier voll auf seine Kosten kommen. Ja, PvP soll, wie gesagt, halt echt nicht geil sein. Schreibt ja auch Matteo, ne? Also, Matteo hat das Game ja schon sehr viel gespielt. Wenn er sagt, das ist echt nicht geil, aber er war auch nicht der Einzige, der das gesagt hat. Statt gestern ein paar Leute, die meinten, dass PvP in dem Game wirklich nicht so geil ist. Für mich sieht das auch eher nach einem sehr, sehr PvE-lastigen Game aus. Okay, die Treppe ist irgendwie broken. Na, komm schon. Mein Ziel war jetzt, das hier noch schnell zu erledigen, weil ich wollte jetzt gleich in die Pause eben. Wir machen das wie gestern. Ich werde schnell meine Schritte machen. Dann werde ich Mittag essen.
Und dann geht's direkt weiter im Grind. Oh! Die Schlüsselausrüstung bietet spezielle Effekte zur Verbesserung von Stichwörtern. Es kann immer nur ein Schlüsseleffekt aktiv sein. Daher kannst du einen Teil der Schlüsselausrüstung... Schlüsselausrüstung ausrüsten. Okay... Okay, die sind noch schlechter. Boah, die geben aber, hä? Okay, die geben weniger XP, LP. Aber die muss ich bestimmt erstmal dann aufrüsten, ne? Dann wären die wahrscheinlich viel krasser. Ist aber die Frage, ob sich das lohnt. Ich glaube, es macht keinen Sinn, jedes epische Teil zu nehmen und zu kalibrieren. Weil da gebe ich ja auf Dauer zu viel aus für. Ich muss jetzt noch einen Elite-Gegner besiegen und den muss ich erstmal finden. Ist das auch so eine Sache, dass ich die random finden muss? Oder gibt es eine Möglichkeit, dass man schon von weiterem erahnen oder sehen kann, wo der sich befindet? Oder sind die immer relativ mittig in so einem Gebiet? Ja, Rüstung kann man wie Waffen hochkalibrieren. Ja, das habe ich ja vorhin gemacht, aber die Sache ist halt die, das frisst natürlich sehr viel Sternenstaub auf Dauer, ne? Wenn ich immer neue Sachen finde und die alle hochkalibriere. Die kannst du auch nicht reparieren. Ah, dann werde ich sie zerlegen. Meistens eher mittig. Na gut, mittig gelegen, ne? Hier, ich hätte jetzt gedacht, dass das hier irgendwo in der Fabrik sein könnte. Wisst ihr denn, wo der Elite-Gegner hier in dieser Fabrik ist? Okay, das weiß scheinbar keiner, ne? Da muss ich mal gucken, ob ich den selber jetzt gefunden kriege.
Da, das ist der bestimmt, ne? Der Gierschlund, oder? Ja. Sternstaub hat er auch nochmal gegeben. Zack, erstmal schnell zurück zur Base. Das war er, ja? Ich hab's gemerkt. So. Oh, ich kann die Munition, bevor ich die aber verschieße, wieder zerlegen. Dann kriege ich den Sternstaub raus. Das mache ich. Bevor ich die jetzt verballer. Ich gönne mir lieber den Sternstaub zurück. Weil das ist eigentlich ein mobiles MG-Geschütz. Braucht man die? So, das haben wir schön repariert. Warte mal, habe ich das gerade richtig gesehen? Okay. Immer dieser Jonas. Dankeschön für 64 Monate. Liebe geht raus. Boah, 3600 Schuss. Das ist ordentlich. Ich zerleg die Dinger noch. Brauch das nicht. So. Okay, die Sachen kann ich ja erstmal hier behalten, ne? Sie kann mit dem Sternenstaub-Resonanzfilter gereinigt werden, um Sternenchrom herzustellen. Verarbeite sie auf der Synthesewerkbank um Finsternis-Cortises Level 3. Okay. Keine Ahnung. Klingt auf jeden Fall schon mal so, als wenn mich das hier ein bisschen weiterbringt. Okay, MP-Munition habe ich jetzt auf jeden Fall einiges, ne? Reparieren. Oh, wait. Das kann ich auch noch zerlegen, das Ding. Klebstoff, Gummi und alles erhalten. So, jetzt habe ich mit meiner MP 4000 Schuss. Wie viel Schuss tragt ihr immer so mit euch rum? Einfach mal so in die Runde gefragt. Vor allen Dingen an die Leute, die schon ein bisschen intensiver hier zocken.
Der ist aber gut aufgeploppt, Junge. Holy. Mindestens 5000, sagt Unisenpai, okay? Lex hat auch 5000. Ich habe das Gefühl, auch 5000 Schuss, das ist schon so eine ordentliche Anzahl. Zumindest bei einer MP. Okay, an die Leute auf YouTube. Weil ich jetzt erstmal in meine Mittagspause gehe. Wir werden die Session hier an der Stelle beenden. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne wie immer eine Bewertung, einen Kommentar da. Und ja, wenn ihr das nächste Mal nicht verpassen wollt, dann haut gerne ein Abo raus und aktiviert die Glocke, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und ansonsten, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen